Ja, ein kurzes Update oder vielleicht ein paar Minuten, wie es momentan aussieht. Ich hatte beim letzten Video gesagt, dass ich am dritten Tag Trockenfasten war. Jetzt habe ich 5 Tage gemacht und habe jeden Tag 3 bis 4 Mal trainiert. Da das Training, das hatte ich glaube ich auch im letzten Video erwähnt, dazu führt, dass halt die starke Entgiftung, die kommt ja in den Blutkreislauf, also die Gifte. Und die werden halt wieder gelöst, indem halt Sport gemacht wird, zum Beispiel. Es geht auch durch Zucker. Ich versuche mal ein bisschen die Sonne zu verdecken. Klappt nicht so perfekt. Ist der Kontrast jetzt gerade nicht so gut. Und ja, dadurch hat man dann halt wieder Energie. Das sind halt die Gifte, die halt ja, dann, wenn man halt weniger isst, als man normalerweise isst. Also ein Fasten ist ja nicht unbedingt ein Fasten. Für manche ist Säfte trinken halt irgendwann ganz normal, weil die halt so wenig entgiften. Genauso wie es für jemand, der die ganze Zeit Fleisch isst, eine vegane Ernährung oder vegane Rohkost erstmal wie ein Fasten sich anfühlt. Auf jeden Fall hat das dann ganz gut geklappt, indem ich dann halt 3 bis 4 Mal am Tag trainiert habe, besonders in den ersten 2, 3 Tagen. Es wurde dann aber tendenziell immer besser, immer mehr Energie. Aber man muss halt schon mit dem Geist sehr stark dran arbeiten, aber gleichzeitig wird der Geist dadurch auch freier und sehr befreit und einem stört diese ganze Entgiftung überhaupt nicht mehr. Also das, ja, also die ist dann halt zwar viel stärker, als man die sonst halt wahrnimmt, aber man prescht einfach da durch und es interessiert einen nicht mehr. Man macht einfach das, was man halt vorhat. Und das schätze ich wirklich sehr daran, dass der Geist da einfach so befreit wird und ja, dass diese Gifte dann nicht mehr so präsent sind, einfach, obwohl die halt eigentlich stärker sind, aber die sind einfach nicht mehr so präsent. Das ist dann einfach, wird dann einfach egal. Aber ich denke mal, dass ich durch diese Phase das jetzt auch ja, wahrscheinlich dauerhaft so haben würde, dass mich das einfach nicht mehr stört und ich einfach durchpresche. Ich glaube, das habe ich dann dadurch gelernt und nach den 5 Tagen, 3 bis 4 Trainings am Tag, habe ich dann irgendwann gemerkt, es gibt nichts mehr zum Trainieren, was nicht gerade irgendwie schon ausgelastet wäre, also alle Muskeln und so weiter. Also kein Muskelkater oder so, aber man merkt halt schon, ja, dass viele Muskeln ein bisschen ausgelaugt und schlapper sind. Das kommt auch noch von Restgiften im Körper, genau wie Muskelkater. Aber ja, jetzt bräuchte ich dann halt trotzdem wieder was, damit es halt weiter fließt, damit die Energie halt nicht eingeschränkt wird durch die weitere Entgiftung. Und deswegen habe ich dann jetzt am 6. Tag wieder einen Saft getrunken. Und ja, das ist halt der einzige Grund, warum man trinken oder essen muss oder sollte, könnte, ist in manchen Fällen sinnvoll ist, wegen den Umweltgiften einfach auch. Also wenn ich dann hier aufwache, dann merke ich halt, wie stark ich halt beerdigt wurde durch die Umweltgifte innerhalb des Raums. Das können Stoffe sein von der Tapete, es können Möbel sein, es kann auch einfach Staub sein, alles Mögliche. Es kann auch die Kleidung halt sein. Und man wird dann halt immer sensibler für diese Dinge. Und wenn das zum Beispiel, wenn das nicht wäre, dann hätte man es nicht nötig, Säfte zu trinken und so weiter. Dann hätte ich, aber weil ich halt jetzt sozusagen sportlich schon ausgelastet war jetzt und man hat so einen Ruhetag dann brauche, also der Körper zumindest, der Geist auf keinen Fall. Und ich halt trotzdem nicht in so ein Energieloch fallen wollte, war es dann halt sinnvoll, jetzt einen Saft zu trinken und werde mal schauen, wie ich das weiterführen werde. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist mir eigentlich auch egal, es wird halt immer entweder, es wird immer was sein aus Nichts, Säften und Früchten halt. Zur Not vielleicht mal irgendwann Salat oder so. Wie gesagt, ich nehme mir da halt nichts mehr vor und lasse es einfach fließen. Ich denke mal, dass ich direkt heute schon wieder Sport machen kann, also laufen am besten.
Und dann einfach mal gucken, das kann man halt alles nicht voraussagen. Das ist einfach zu komplex für den Verstand, das macht keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ab irgendeinem, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt. Was wollte ich denn eigentlich noch sagen? Ach so, mein Gewicht ist momentan 65 Kilo ungefähr. Ja, also viel, ich krieg halt auch viel Muskulatur nicht weg. Also hätte ich nicht in der Vergangenheit jahrelang richtig intensiv trainiert, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich schon bei 56, 57 Kilo oder sowas. Oder noch weniger, aber besonders an den Beinen und am Rücken gehen die Muskeln halt nicht so weg. An Armen ist nicht ganz so viel, ist halt normal ungefähr. Aber ich brauche die halt auch nicht mehr, um das gleiche Gewicht zu heben. Also ich hatte ein halbes Jahr zum Beispiel keine Kniebeuge mehr gemacht, also gar nicht. Und habe dann gestern zum Beispiel mit 40 Kilo 100 Wiederholungen am Stück gemacht mit Kniebeugen. Das habe ich auch schon mal mit 53 Kilo gemacht, vor 2 Jahren oder sowas. Aber dafür, dass ich das ein halbes Jahr gar nicht mehr gemacht habe, war es eigentlich schon ziemlich genial. Und dass ich am nächsten Tag dann nochmal Kniebeugen machen konnte. Also es ist schon richtig genial, wie viel man am Tag trainieren kann, aber so 4, 5 Tage hintereinander, 3 bis 4 Mal am Tag trainieren, dann ist dann doch schon mal ein, ja, Ruhe nötig, wegen den Restgiften im Körper, weil ich ja noch nicht ganz entgiftet bin. Das sind sicherlich noch 10 Kilo insgesamt, die da quasi nicht reingehören, aber das ist ja egal. Also im Prinzip ist mir egal, wie viel Gift mein Körper hat. Ich werde einfach nur den Weg halt so gehen, wie ich damit glücklich vorankomme, und das wird sich dann schon irgendwann ja einrenken. Da muss man nicht unbedingt die ganze Zeit pushen. Also da bin ich durch. Ich bin mit meinem Status, mit meinem Entgiftungsstatus absolut zufrieden, muss ich sagen. Und mir macht das dann auch gar nichts aus, dass ich dann halt zwischendurch mal ein bisschen Obst und ein paar Säfte konsumieren muss. Was heißt gar nichts aus? Also wenn man dann halt wirklich in diese noch höheren Energien kommt, die sind einfach so unglaublich schön, dass man das dann doch nicht will. Aber ich akzeptiere halt trotzdem den Status, wo ich bin. Also ich versuche halt mein Bestes, und da kann ich halt nicht geben, sagen wir mal so. Ja. Und dann zu meiner Lebenssituation momentan. Also ich bin weiterhin auf Minijobsuche. Ich hatte auch schon einen angenommen und ausprobiert gehabt. Das ging leider in die Hose, aber ich wollte es halt mal ausprobieren als Zeitungsausträger einfach. Es war halt, ist eine bestellte Zeitung, das heißt, oder halt viele verschiedene, ist so eine Agentur, die viele verschiedene bestellte Zeitungen austragen lässt. Und da muss man dann halt alles finden. Ich bin auch kürzlich hier hingezogen und so weiter. Und es kann halt nicht sein, wenn ich dann täglich dann irgendwelche Anschriften nicht finde, weil die halt teilweise sehr versteckt und verwinkelt sind. Und ich habe beim ersten Mal dann auch knapp 5 Stunden gebraucht, obwohl anderthalb vorgesehen sind, und habe trotzdem viele nicht gefunden. Dann habe ich gesagt, das kann ich denen nicht zumuten, weil das können ja nicht die Leute, die für die Zeitung gezahlt haben, dann die ständig dann nicht kriegen. Also das hat dann leider nicht funktioniert. Und morgen frage ich dann im Bioladen nach, ob die zufällig eine Aushilfe brauchen können oder halt in Zukunft. Und dann frage ich noch im DM. Am liebsten wäre mal sowas wie nicht Aufräumen, Umräumung. Also das heißt Waren ein- und ausräumen und irgendwie markieren mit Preisen und aktualisieren, weiß nicht. Und ja, wischen und fegen. Kasse mache ich halt, sag ich mal, nicht so gerne, aber würde ich mich dann auch zu überwinden. Weil bringt ja nichts. Muss man halt mal machen. Also das ist auf jeden Fall ein Kompromiss, den ich eingehen kann. Also besser als zum Beispiel Zeitungsaustragen. Also das hat schon extrem gestresst, muss ich sagen. Wirklich extrem. Und ich habe ja trotzdem die dreifache Zeit gebraucht. Das war zwar das erste Mal, und irgendwann weiß man halt, wo alles ist, aber das kann ich denen halt, wie gesagt, nicht zumuten, dass ich dann lange brauche. Da hätten die mich dann schon mehrere Tage sozusagen einschulen müssen, oder wie man es auch nennt mag, damit ich das dann halt drauf habe, ohne dass die Kunden dann halt einen Nachteil davon haben. Aber dafür haben die dann halt auch keine Zeit. So ist halt das im Arbeitsmarkt. Und währenddessen habe ich mich jetzt arbeitssuchend
gemeldet. Ich weiß gar nicht, ob ich mich arbeitslos melden muss, weil ich auch noch nie eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hatte. Also die über einen Minijob hinausgeht, weil ich das bisher nicht brauchte. Deswegen gehe ich auch morgen einfach mal zum Arbeitsamt, beziehungsweise zum Jobcenter hier in Kevela und lasse mich da einfach beraten, was ich da irgendwie brauche. Und während ich dann halt weiterhin auf eigene Faust einen Job suche, das könnte halt, das kann sofort klappen, das kann auch Wochen dauern, das kann Monate dauern und da es momentan halt das Geld sozusagen aus ist, ist halt schon sinnvoll, wenn ich dann für 1, 2 Monate oder so dann halt eine Unterstützung bekommen könnte. Und besonders aber auch für meine Eltern, wenn man es jetzt offiziell ausdrücken würde, könnte man es ja als Haushaltsgemeinschaft bezeichnen, außer dass halt nicht gemeinsam gehaushaltet wird eigentlich. Also im Prinzip ist das halt nur die Miete und Wasser und Strom. Ja, das ist sozusagen, das nennt man auch Haushaltsgemeinschaft, nur wir kochen halt nicht zusammen oder einkaufen oder sowas. Das kann man dann auch irgendwie schriftlich erklären, dass das nicht der Fall ist und dann, ja, dann bekommen die halt direkt die Miete überwiesen. Und da meine Eltern halt auch nicht so viel Kohle haben, ist das in erster Linie dafür sinnvoll. Wenn ich halt einen Minijob habe, dann reicht mir das Dicke. Also so, weiß nicht, also 400 € ungefähr mit Mindestlohn ist ja 8,50 €. Das reicht mir auf jeden Fall dicke. Ich brauche eigentlich noch 100 € für Essen, wenn überhaupt. Und sonst brauche ich eigentlich gar nichts, muss ich sagen. Sonst halt nur die Miete. Und ja, diese Schritte mache ich jetzt erstmal und überlege aber gleichzeitig auch noch, ob ich nicht doch noch dieses Jahr ausziehen möchte. Also möchten sowieso. Nur ob das sinnvoll ist, noch dieses Jahr zu machen. Also wenn, dann würde ich halt so auch so auf dem Campingplatz und Dauerstellplatz erstmal versuchen. Ich weiß gar nicht, ob das was für mich ist und das muss man auch mit der Umgebung abchecken und wie das dann halt so funktioniert. Auf jeden Fall ist da halt der Vorteil, dass alles drum und dran mit Wasser, Strom, Internet zwischen 70 und 100 € im Monat nur kostet. Und damit komme ich dann auch auf jeden Fall mit dem Minijob klar und langfristig möchte ich natürlich irgendwie eigenständig so ein paar Euro reinkriegen mit irgendwelchen Arbeiten. Vielleicht dann halt auch Online-Business ein bisschen. Das dürfte ja auf lange Sicht, sogar auf mittelfristiger Sicht kein Problem sein. Ja. Die Sache ist, wenn ich dann halt hier jetzt einen Minijob annehme, und dann nach 3 Monaten sag, nee, ich zieh jetzt um. Das ist dann vielleicht auch blöd für die, aber vielleicht finde ich, also Minijobs sind ja meistens, ja, sind glaube ich meistens unbefristet, also zumindest hat man glaube ich erstmal so eine Testzeit oder sowas. Das kann man schon machen, also es dürfte eigentlich klappen, da kann ich mir dann immer noch Gedanken drum machen. Ja. Und ansonsten. Das war so das Finanzielle, dass ich jetzt halt doch erstmals einfach einen Minijob suche. Am liebsten würde ich halt im Bioladen arbeiten, das würde mir sogar Spaß machen. Aber mir ist eigentlich vieles recht, solange es einfach nur nicht das Hauptcharakteristika ist, so Fließbandarbeit und Zeitdruck. Wenn das nicht die Hauptcharakteristika ist, dann kann ich viel Kompromisse schließen. Aber sich die ganze Zeit dann stressen zu lassen, das bringt nichts. So suche ich dann lieber weiter und habe dann auch keine Probleme damit, erstmal ein paar Monate dann Arbeitslosengeld zu beziehen. Also als Arbeitssuchender sich zu melden, ich suche ja auch nach Arbeit, aber jeden Scheiß annehmen, das mache ich dann. Also muss ich ehrlich sagen, das finde ich nicht erstrebenswert. Aber ich denke mal, weil ich halt sowieso nur einen Minijob brauche, ist das gar nicht mal so, dass man da irgendwie lange braucht, um irgendwas zu finden, was zumindest annehmbar ist für einen Zeitraum. Und sich dann irgendwie ja selbstständig halt ein paar Euro zu verdienen. Und ich habe halt auch noch, vielleicht kann ich dann währenddessen auch noch einige Sachen verkaufen und habe dann auch erstmal noch einen Puffer eventuell. Da bin ich auch immer noch dran. Es gestaltet sich als schwierig, die Sachen zu verkaufen, weil das sind einfach so viele Einzelsachen. Wenn man die alles zusammen anbieten würde, dann hat man dafür keine Interessenten. Das ist auch sehr schwierig, das zu koordinieren.
Und dann musst du auch noch von 10 verschiedenen Kisten mit mehreren tausend Teilen alles einzeln wieder raussuchen und davon Fotos machen und so weiter und das alles zuordnen. Also ist schon stressig. Und wenn man dann halt noch nicht mal Geld hat, um die wie nennt man das überhaupt? Versandkosten oder Versand, was ist Versand und Verpackung zusammen? Ach nee, Porto und Verpackung ist gleich Versand, genau. Also noch richtig Versandkosten zu bezahlen, weil ich noch auf dem Konto ungefähr 100 Euro Miese habe, einfach durch Nahrungsmittelkauf. Da muss ich dann halt, ja, da leih ich mir halt gerade ein bisschen was, aber das dauert auf jeden Fall lange, um das zu koordinieren, sage ich mal. Ja. Ja. Aber ich habe eigentlich mich nicht zu beschweren, nicht zu beklagen. Also ist eigentlich alles wunderbar, muss ich sagen. Ich fühle mich halt so, dass ich jetzt den Weg halt erstmal genug gegangen bin. Und ich habe da ungefähr 4 oder 5 Jahre für geopfert, dass ich mich halt mit den ja mit Themen beschäftigt habe, die meinem Herzen entsprechen und mich dadurch halt sehr, sehr weit für mich selber entwickelt habe, persönlich und ja, man kann auch sagen spirituell. Und jetzt fühle ich mich halt wirklich so, als hätte ich so die Grundlage für mich gelegt, die geistige Grundlage einfach und fühle mich halt stark genug und ja, vorbereitet genug, um jetzt sozusagen zurückzukehren und ja, in die Realität Dinge zu manifestieren. Deswegen mache ich jetzt halt auch wieder vermehrt Sport, weil mir das ja auch eigentlich Spaß macht und so weiter. Und mich das einfach weiterbringt. Und jetzt werde ich einfach meinen Weg nebenbei weitergehen und bemühe mich halt jetzt erstmal um die anderen Sachen, die jetzt halt auch wichtig sind. Zumindest würde ich halt gerne meinen Eltern Miete zahlen oder auch wenn ich umziehe, dass ich dann halt Miete zahle, weil im Winter dann irgendwie im Zelt leben und dann auch ohne Internet und Strom, das finde ich dann doch ein bisschen suboptimal. Also ich will halt langfristig oder würde gerne langfristig schon gerne in einer selbstversorgerischen Gemeinschaft leben, ohne Geld. Aber das ist halt ein Traum, den man nicht sofort umsetzen kann, weil halt die Leute, die man halt so kennt und dafür auch gefragt hat, selber noch nicht bereit dafür sind. Und man muss das halt mit den richtigen Leuten machen, sonst macht so eine Gemeinschaft meiner Meinung nach keinen Sinn. Dann ist das, dann hat man zwar vielleicht gleiche Grundinteressen oder halt ein gleiches Interesse in, darin, dahingehend, wie das, wie ein Gesellschaftssystem gelebt werden sollte, aber vielleicht ist man doch so unterschiedlich, dass man neben dem nicht so viel miteinander anfangen kann oder halt, ja, es nicht ganz perfekt passt und ja, deswegen versuche ich dann doch erstmal, ja, Schritte weiter in diesem System sozusagen zu gehen, bis dieses Endziel, sage ich mal, angegangen werden kann. Ja, ich könnte natürlich auch Nahrungsmittel aus dem Mülltonnen fischen, aber da kriegt man halt nicht viel, was irgendwie, ja, gesund wäre, sage ich mal. Beim Bioladen, wenn die da halt keine Aushilfe suchen momentan, dann werde ich da auf jeden Fall fragen, ob die halt Sachen übrig haben zum Weggeben. Das wäre natürlich auch erstmal ganz super, aber ich brauche halt da wirklich nicht so viel. Ich gerade 6. Das dürfte eigentlich reichen, sogar mit 50 Euro könnte ich auskommen an Essen im Monat. Was sonst noch irgendwas erzählen? Sonst gibt es eigentlich nicht viel Spannendes, muss ich sagen. Ist natürlich schon einiges. Verkäufe, Jobsuche. Arbeitssuchend gemeldet. Ja. Ich weiß eigentlich noch nicht wirklich, ob
praktisch meinen Weg als abgeschlossen betrachte. Es könnte sein, dass er jetzt abgeschlossen ist oder dass ich kurz davor bin, sage ich mal so. Aber ist halt nicht mehr so, dass ich mir da noch groß Gedanken drum mache, sondern halt jetzt eher die Priorität darauf lege, mal ja sozusagen das eigene Leben zu manifestieren oder halt in dieser Physikalität oder wie man es auch immer nennen mag, sicherzustellen. Und das halt auf einem Wege, ohne dass man halt andere belasten würde. Und da ist dann halt sinnvoll, den Leuten Miete zu zahlen, wo man halt lebt. Und auch für das, was man halt gerne hätte noch zusätzlich, also Strom und vielleicht mal ein paar Früchte, das dann halt auch irgendwie bekommen kann. Und ja, ein Minijob reicht mir da halt aus und das ist dann jetzt erstmal mein Weg, den Minimalismus zu leben. Ja, also so 10 Stunden in der Woche, das dürfte ja eigentlich nicht so ein großartiges Problem sein zu arbeiten. Eigentlich kann ich auch nicht mehr zu sagen.